Vor dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main muss sich erstmals ein mutmaßlicher Islamist wegen des Vorwurfs verantworten, Kriegsverbrechen begangen zu haben. Er soll im syrischen Bürgerkrieg neben zwei aufgespießten Köpfen posiert haben. Das räumt Aria L. vor Gericht auch ein. Nach seiner Darstellung wurde er aber dazu gedrängt in Syrien. Er wusste, dass Freunde hingefahren sind, er wusste, dass die Verhältnisse da schlecht sind. Er wollte in erster Linie auch dorthin fahren, um zu helfen. Vor Ort eingetroffen hat er gemerkt, dass die Situation schlechter ist und so er sich das so keineswegs vorgestellt hat. Man muss wirklich sagen, er ist ein junger Mensch und war da doch etwas naiv gewesen. Der vorsitzende Richter äußert erhebliche Zweifel an der Darstellung des vorbestraften Angeklagten. Auch die Anklage zeigt sich wenig überzeugt. Wer sich in einem Krieg aufnehmen lässt mit abgeschnittenen Köpfen und dies offensichtlich verhöhnen tut, der begeht aus Sicht des Generalbundesanwalts ein Kriegsverbrechen und keinen dummen Jungenstreich. Und dieses Kriegsverbrechen ist vom Gesetz mit Strafe bedroht, von Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu 15 Jahren. Für den Prozess vor dem Oberlandesgericht Frankfurt sind zunächst noch 5 weitere Verhandlungstage angesetzt, bis Mitte Juni.